Libere Raif! Libere Raif! Libere Raif! Libere Raif! Ihr Leben wandelt sich zu einem Mandat für den Kampf um Freiheit, Frieden und Toleranz. Aus Überzeugung für universelle Menschenrechte und aus Liebe zu ihrem Mann, Ensaf Haidar. Sie widmet ihre ganze Kraft dem Bemühen um die Freilassung ihres Mannes, dem Internetblogger Raif Badawi. Dessen Leidenschaft war das Schreiben. Jetzt sitzt er seit 5 Jahren in Haft. Was hat sich Raif Badawi zu Schulden kommen lassen? Er hat diese Seite betrieben. Er hat da drin sehr kluge, aber auch sehr ausgewogene, wie ich fand, Gedanken geäußert zu Liberalismus, zu einer modernen islamischen Gesellschaft, zum Leben im Nahen Osten. 2012 dann der Schock. Raif wird verhaftet und angeklagt. Sein Internetforum gesperrt. Ensaf Haidar war kurz vorher mit den 3 kleinen Kindern nach Kanada ausgereist. Raif hatte eine Ahnung, dass sich die Lage zuspitzen würde. Raif Badawi ist angeklagt worden wegen Gotteslästerung, Beleidigung des Islam und wurde zuerst sogar zur Todesstrafe verurteilt. Und das ist dann umgewandelt worden in 10 Jahre Freiheitsstrafe. Und das Allerschlimmste, 1000 Peitschenhiebe. Die überlebt kein Mensch. Nach 50 Peitschenhieben wird die Strafe aus gesundheitlichen Gründen ausgesetzt. Vorerst. Sie kann jederzeit wieder aufgenommen werden. Mediziner befürchten, dass Badawi weitere Peitschenhiebe nicht überleben würde. Raifs Zustand ist angeschlagen. Ensaf und Raif telefonieren selten und auch nur unter Überwachung. Ihr Handy lässt Ensaf nie aus den Augen. Raif könnte anrufen. Er hat mittlerweile mehr als 5 Jahre verbüßt, da stehen aber noch 5 Jahre aus. Er könnte begnadigt werden, aber bisher sind viele Gelegenheiten zur Begnadigung, also Feiertage beispielsweise, vergangen, ohne dass der König das getan hätte. Seit seinem Haftantritt setzt sich Ensaf Haidar, die studierte Theologin, unermüdlich für ihren Mann ein und erfüllt ihm mit der Hilfe vieler Unterstützer einen Herzenswunsch. Sie gründet die Raif Badawi Stiftung für Meinungsfreiheit. Und sie schreibt ein Buch. Freiheit für Raif Badawi, die Liebe meines Lebens. Ensaf Haidar ist eine unglaublich überzeugte und kämpferische Frau. Sie hat sich zu einer sehr emanzipierten, sehr entschlossenen Frau entwickelt, die jetzt seit vielen Jahren dafür sorgt, dass Raif Badawi eine Stimme in der weltweiten Öffentlichkeit hat. Denn Öffentlichkeit kann manchmal der beste Menschenrechtsschutz sein. Ensaf ist mit Raif in ein gemeinsames Schicksal eingesperrt. Es zehrt an ihr. Sie zerbricht aber nicht, sondern wird nur stärker. Die Hoffnung treibt sie an. Immer hat sie ihr Ziel vor Augen, ihre große Liebe zu befreien. Raif steht natürlich stellvertretend im Grunde für den Liberalismus im Nahen Osten. Es gibt ihn noch. Ensaf ist durch ihr Schicksal letztlich zu einer Brücke und zu einer Stimme dieses Liberalismus geworden, weil sie ist die Einzige, die wir sehen. Wir sehen Raif Badawi nicht, wir haben seine Texte, aber sie ist die Person, die zu uns spricht und das Schicksal dieser Menschen weiterträgt und von ihnen berichtet und es für uns greifbar macht. Insofern hat sie eine ganz wertvolle und wichtige Rolle inne. Die in den letzten Tagen von Kronprinz Mohammed bin Salman angekündigte Abkehr vom ultrakonservativen Religionsstaat bestärken vielleicht die Hoffnung von Ensaf. Ich fühle in meinem Herzen, dass meine Arbeit und die Freilassung von Raif und die große weltweite Unterstützung so vieler Menschen nicht umsonst sein wird. Ich glaube fest daran, Raif wird bald ein freier Mensch sein.